Ihr habt also 5 Likes da gelassen. When I'm feeling lonely, sad as I can be. Und deswegen gibt es jetzt einen zweiten Teil von den hier. Ich glaube, wir haben nur noch eine Zeichnung. Das ist sie. Boah, Alter, das gibt's ja nicht, ne? Boah. Ich nehme euch mal mit. Ja, ich habe mal das Licht benutzt, was ich habe. Ich habe da was gefunden. Kann man es sehen? Das ist mein Name. Und falls ihr jetzt denkt, es kommt noch so ein Teil vom lustigen Taschenbuch, habt euch leider geirrt. Ja, also es kommt auch ein Teil. Naja, ich glaube, das ist einfach langweilig, das Buch. Naja, ihr habt ja auch die 10 Likes dagelassen. Und deswegen zeige ich euch die Schatztruhe. Einmal bitte in meine Hand. Naja, da haben wir es. Mein Hut, ui. So, also von außen, ihr habt es wahrscheinlich in der letzten Folge nicht so gesehen. Da sind so überall Bären, die Eishockey spielen. Die haben sehr viel Spaß, oder? Panoramabild. Spieluhr mit Edelvollmilchschokoladenbärchen. Da war Schokolade drin. Verboten für Kinder von 0 bis 3 Jahre. Ja, schade, jetzt kann ich das mal zeigen. Ich hab den Bus genommen. Spaß. Wie wir schon von Patrick gelernt haben, muss man auch mit seinen Freunden die Box teilen. Also auch den Inhalt. Was haben wir hier drin? Leute, was haben wir drin? Das erste, was... Och du Scheiße, da ist ja richtig viel Müll drin. Ja, was ins Auge fällt, ist der klassische Lego-Baustein. Der was wert ist, ne? Keine Ahnung. Ich zeige euch jetzt mal hier den Preis, weil hier steht, der ist 3,99 € wert. Und an den Olaf, der gerade das Video schneidet, wie viel ist er wert? Boah, Junge, weiß ich doch nicht, du Fettsack. Okay, glaubt, der ist nicht so viel wert. Gut, dann ist es das erste. Einfach eine Schraube drin. Oh, oh. Also, da ist so ein Ding. Also hier einfach so Kurzfassung. Ja, hier ist so eine Missgeburt, die lässt einen... Ach komm, so einen Typen da durchbringen. Gab eben richtig geiles Gulasch. Wir haben einen Plastikdiamant. Fokussier doch, du Scheiße. Ja, eine Karswurst. So, aus der Nähe. Ach, Innovation nee. Von Schwarzkopf. Nee, Alter, ich habe einen Pfennig gefunden. Ja, hier haben wir einen Pfennig. Der ist von 1971. Hier, Bundesrepublik Deutschland. Jo, hätte ich nicht gedacht. Hat einen Pfennig. Boah, wer den schon im Maul hat. Gucken, wie viel der wert ist. Hier mal eine Einblendung. Ob man's glaubt oder nicht, die wert bis zu 18 Euro gehandelt. Ein Sticker? Riecht das für meine Pinnwand da hinne. Kommt mal mit. So. So, das ist meine kleine Pinnwand. Hat wohl nicht so gut geklappt. Du Scheiße, bin ich alt. Ist gerade mal aufgefallen, in meinem Gesicht kann man meinen ganzen Porn sehen. Noch ein Diamant. 2 Würfel. Boah. Noch ein Laura Lebeck, ja? Keine Ahnung, was das sein soll. Irgendwo ein Anhänger. Ja, aber es heißt ein Schwabbelbild. Ja, genau, ein Schwabbelbild. Hier guckt es euch an. Die ist genervt von dem Typen. Hey, du da. Was denn? Willst auf ein Date mit mir? Lass mich in Ruhe. Okay. Und so eine Aufschrift, ne? Also, zur Feier des Tages hier in meinem Hut ist das ganze Zeug drin. Und wenn wir das jetzt richtig schütteln, kommt da irgendwas raus. Oh Leute, ihr wisst ja, was da drin ist. Boah, der Weihnachtsmann hat uns echt lieb. Ich kann euch ja nochmal was zeigen, dass wir hier alles rumfliegen haben. Also erstmal, ich habe auch hier noch was gefunden, Leute. Falls ihr sehen wollt, was in dieser geheimnisvollen Schatztruhe drin ist, da ist wirklich was drin, hört mal. Dann lasst mal 5 Daumen hoch da. Ich weiß natürlich, was drin ist, aber ihr nicht. Und ich habe noch was gefunden. Ihr denkt doch jetzt bestimmt, Olaf, was ist das? Und dann sagt da noch jemand, ah, ich weiß doch, was das ist. Ein Klavier. Aber nein, das ist es nicht. Das ist von Hand geblasen. Gab so einen Blaskurs, ja. Jeder hatte so eine Zange, hat das übers Feuer gehalten, da musste man da reinblasen, so. Und dann kam da so was raus. Alles klar. Ja, guck mal, was ich gefunden habe. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Auf jeden Fall sind das alles Glückwunschkarten oder sowas. Wir können ja mal... Herzlichen Glückwunsch zum 4. Geburtstag. Eigentlich wäre es mal schlau, die alle nach Geld durchzusehen, aber...
bin jetzt so einer wie Mr. Krabs. Ich bin eigentlich gerade nur auf Geld aus. Wie zum Beispiel diese Hefte. Die habe ich früher gesammelt. Boah, die sind ja mal geil. Hier sind Autos. Ich mag Autos. Ich habe meine Akte aus der Schule von der 2. Klasse gefunden. Da gab es noch den Tindo. Oh, fett. Im Winter räume ich den Schnee weg. Ihre Milch und ihr Kakao holen sich die Kinder bei mir. Nein! Oh, hab zwar keinen Ordner mehr gefunden, aber dafür was anderes. Und zwar ein Portemonnaie. Und ja, bin ich als kleiner Furz. Aber wenn ihr das sehen wollt, wie ich als kleiner Furz aussah, müsst ihr leider ein Like da lassen. Oh yeah. Das Portemonnaie, das lege ich mir nochmal hier hin. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ja, Zimmer nachgucken. Ha 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 ha!